Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ich bin's wieder, euer Robert, mit einer neuen Folge von Roberts Call of Duty. Wir haben diesmal gezockt Herrschaft auf der Map Retreat. Ich habe die Waffe. Einen Moment, sorry, ich habe das Gameplay gerade im. Ja, ich habe die Amelie benutzt. Werden sich jetzt einige fragen, warum denn ausgerechnet die Waffe? Aber ich wollte einfach mal was ausprobieren, Leute. Mit dem Vordergriff und Schalldämpfer. Dann habe ich extra 1, kugelsichere Weste, Leichtgewicht, blinde Überwacher, Plünderer, Zähigkeit, Drohne, Systemhack und Bombardierung. Ja, die Runde, das Ergebnis verrate ich euch nicht, wie die Runde war. Das könnt ihr euch ja angucken. Und ja, dann komme ich auch gleich mal zum Thema, was ich als erstes anschneiden wollte. Und zwar hatte ich einen Streamer mal gefragt, ob er mal bei mir auf dem Channel vorbeigucken kann und mal ein Statement dazu geben kann. Und das Statement, weiß nicht, ist nicht persönlich gegen ihn gemeint, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Irgendwie meinte er 3 Abonnenten. Ich weiß nicht, wie er auf 3 Abonnenten kommt. Wir haben knapp an die 120 knapp. Ich rechne jetzt einfach mal hoch 120. Obwohl, ich glaube, jetzt sind das 116 müssten das sein. Ja, müssten 116 sein. Ja. Auf jeden Fall meinte er 3 Abonnenten. Denn meinte er, einen Spendenlink einzufügen ist noch viel zu früh. Vielleicht hat er da auch recht, dass das viel zu früh ist, einen Spendenlink einzufügen. Aber das Ding ist, wir livestreamen auch. Und manche Leute kann sein, dass irgendeiner mal fragt, habt ihr sowas? Und dann hat man das. Also wir sagen jetzt nicht, dass es Pflicht uns hier irgendwie Geld zu spenden. Das ist totaler Blödsinn. Habe ich nie behauptet, ist auch nicht so. Falls einer Lust hat, uns einfach zu unterstützen, kann er das gerne tun. Steht auch drin, es muss keiner Geld spenden. Das ist halt nicht das Ding. Wir haben das nur gemacht, wenn das mal mit dem Livestream erfolgreich wird, haben wir das alles schon mal. Natürlich hätte ich nicht, den nicht einfügen unbedingt müssen bei YouTube, aber was soll's, ist doch scheißegal. Irgendwie gibt es vielleicht immer mal einen, der gerne Leute unterstützt. Und tja, haben wir uns jetzt nichts Großartiges bei gedacht. Falls einer mal Lust hat, kann er das gerne tun. Es muss keiner, sage ich immer wieder. Er meinte, dass die Leute dann denken, wie sie total geldgeil ist. Totaler Blödsinn, totaler Schwachsinn. Warum sollen wir geldgeil sein? Das sage ich jetzt nochmal. Es muss keiner spenden. Steht auch extra dabei. Wir würden uns über Spenden freuen. Steht da nicht, spendet bitte, bla bla bla. Ist alles kein Muss. Haben wir halt jetzt gemacht. Und wenn es irgendeinen von euch stört, Leute, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber warum soll euch das stören? Ihr müsst ja nicht spenden, sagt ja kein Schwein. Ja, dann, was meinte er noch? Videoqualität meinte er, ist glaube ich auch nicht doll oder sowas. Keine Ahnung, wie er das jetzt meinte. Verstehe ich auch irgendwie nicht, aber pff, ist mir auch recht schnuppe. Weil ich nicht verstanden habe, warum er da so krass drauf reagiert hat, keine Ahnung. Meine, ich hab nichts gegen ihn, sag ich nochmal, aber da denke ich einfach, ich hab diese Reaktion nicht verstanden, ne? Vielleicht nehme ich das auch ein bisschen falsch auf, wenn ja, sorry, auf jeden Fall. Aber ich lese euch das nochmal vor, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben: Letztes Video, unsicheres Reden. Unsicheres Reden deswegen, weil ich live kommentieren, sonst immer live kommentiere und die ersten Videos jetzt nachkommentiere, wie das auch. Also wenn ich da ein bisschen unsicher klinge, sorry, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Soundqualität nicht so gut und ganz wichtig, Soundqualität, Leute, ist die Soundqualität gut, ja oder nein? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Du hast gerade hier 13 Abos. 13 hat er geschrieben, dass wir 13 Abos haben, stimmt auch überhaupt nicht. Und fügst jetzt schon einen Spendenlink ein. Viel zu früh, denken die meisten, ihr seid nur aus Geld, dass ihr nur aus Geld aus seid. Ja, Freunde, da könnt ihr mal eure Meinung zu schreiben. Ich möchte ihn jetzt nicht haten oder sowas. Ich gucke ihn als Livestreamer gerne, aber ich habe die überhaupt nicht verstanden, was das sollte da von ihm, keine Ahnung. Ich habe nur nach einer stinknormalen Meinung gefragt und dass er da so auf den Putz haut, habe ich echt nicht verstanden. Also, werde ich auch nicht verstehen, keine Ahnung. Aber gut, dass jeder kann seine Meinung sagen, respektiere ich, aber wenn, dann soll man auch bisschen gucken und nicht einfach irgendeinen Quatsch schreiben, auf jeden Fall. Und ich werde auch
darauf keinen Wert großartig legen. Also falls ihr das genauso seht, dass euch der Spendenlink stört, gut, dann haben wir das vielleicht ein bisschen zu früh gemacht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wegen der Soundqualität. Würde ich auch gerne mal von euch wissen, wie ihr die findet. Und Bildqualität, keine Ahnung. Und 13 Abos, weiß nicht, wo er 13 Abos gesehen hat, auf jeden Fall. Ja, scheißegal. Den Namen werde ich nicht nennen, weil ich das einfach nicht mache. Weil er ist ja eigentlich auch in Ordnung, bloß habe ich halt nicht verstanden. Wollte ich mal, dass ihr das auch wisst. Und ja. Auf jeden Fall wollte ich nochmal was zu Call of Duty direkt sagen, also zu AW jetzt. Also was mich richtig ankotzt bei dem Spiel ist dieses Lobby-System, dieses nach dem KD-Sortiere da. Oh, das nervt so. Umso stärker du wirst bei dem Spiel, umso schlechter wirst du im Nachhinein, weil du ja nach KD sortiert wirst. Und jetzt habe ich eine 1,13er KD. Ist ja auch nicht die beste, aber ja, und du kriegst halt Gegner nur in der KD-Region oder höher. Und das fuckt manchmal schon ganz schön ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, tja. Verstehe ich nicht, was das soll, aber da werden sie sich schon was bei gedacht haben. Die Jungs, aber was soll man machen, ne? Ja, wie ihr gesehen habt. Was wollte ich gerade sagen? Wie ihr gesehen habt. Ja, jetzt springe ich von Thema zu Thema. Bin auch ein bisschen bekloppt. Ja, auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, fängt jetzt ab nächsten Mittwoch. Ist das Mittwoch oder Dienstag? Ja, ab Mittwoch das neue Let's Play an, The Hunter Primal. Wollte ich auch nur noch mal kurz erwähnen. Also, das wird, hoffe ich mal, dass euch Spaß macht, auf jeden Fall. Also, wenn ich zocke, macht es mir sehr viel Spaß. Ich hoffe mal, ich kann euch auch da ein bisschen Freude bereiten, dass ihr da zuschaut. Oder wenn ihr da zuschaut, so. Da bin ich großer Erwartung, dass ihr da ordentlich auf den Potz haut. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, Freunde, ihr könnt auch gerne irgendwelche Kritik äußern, das ist gar kein Problem, weil ich immer nur, wenn ich Kommentare kriege, entweder Eigenwerbung oder halt die Leute schreiben gutes Video, aber ich habe selten Kritik bekommen. Jetzt eine, das eine Mal von dem Streamer hier, sonst eigentlich gar nicht. Also wenn euch irgendwas nicht gefällt, Leute, schreibt uns das bitte. Also so können wir auch unseren Channel denn nur verbessern, sage ich ganz einfach mal. Und ja. Dadurch geht's halt nur, wenn ihr halt immer nur schreibt, gut, gut, denken wir, ist alles in Ordnung und wir lassen da dann alle so laufen. Ist auch nicht das wahre Fett. Falls irgendwas nicht stimmen sollte, schreibt uns das bitte einfach. Und dann versuchen wir da auch irgendwie den Bogen zu kriegen, sag ich ganz einfach mal so. Oder uns da zu verbessern, ganz einfach. Und irgendwas wollte ich doch noch. Ach so, genau. Wir haben jetzt momentan so eine Überlegung, aber da müsst ihr denn auch mitmachen, sag ich mal. Also ihr Abonnenten. Wir haben überlegt, so eine Art FAQ zu machen, dass ihr Fragen stellen könnt. Einfach auch von mir aus gerne unter dem Video. Irgendwelche Fragen über uns. Wir sind ja, also ich, Daniel, Sali, Ronny, André, Stefan ist auch dabei. Könnt ihr gerne irgendwelche Fragen stellen, falls euch irgendwas interessiert? Wir werden dann so ein FAQ-Folgen machen, dass wir die Fragen vorlesen und die dann für euch in dem Video beantworten. Also wird einfach so ein FAQ-Ding sein. Ihr fragt, wir beantworten so ungefähr, werden wir das auch nennen. Genau weiß ich das noch nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, sprengt bitte die Kommentare, Leute. Also wir wollen euch da auch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Vielleicht werden wir auch mal so einen Abonnentenzocken machen, habe ich mir auch mal überlegt, um euch einfach ein bisschen mit einzubeziehen in der ganzen Sache. Das wird langsam auch mal Zeit, dass wir da ein bisschen sozial werden, sage ich jetzt mal. Um euch da ein bisschen auch zurück zu danken, sage ich mal. Also ein Dankeschön zurückzugeben. Euch da einfach mal mitspielen zu lassen. Aber das ist alles noch in Überlegung, auf jeden Fall das FAQ. Wenn ihr irgendwelche Fragen über uns habt, fragt bitte gerne. Also einfach reinhauen in die Kommentare und ihr werdet dann garantiert auftauchen bei dem nächsten Video. Und ja, das Gameplay scheint sich auch so langsam dem Ende zu neigen hier. Ganz langsam aber auch nur. Ja, Freunde, wie gesagt, also einfach in den Kommentaren schreiben, ist gar kein Problem, weil ich habe auch so das Gefühl, dass ihr entweder, ja, trauen würde ich nicht sagen, aber dass ihr vielleicht auch einfach das ignoriert oder
Es scheint wirklich alles gut zu laufen bei uns auf dem Channel, aber kann ich. Irgendwo muss ja immer ein kleiner Haken sein, dass irgendwo was nicht stimmt, weil perfekt kann es nicht laufen. Wir sind noch Amateure hier, was das angeht. Bei YouTube, das ist einfach so. Also, falls ihr da irgendwelche Makel findet, haut die einfach raus. Ich sag auch nochmal, ich bin auch nicht sicher, wenn ich hier nachkommentiere, das weiß ich selber. Deswegen mache ich das auch öfters, dass ich mich dran gewöhne, Videos nachzukommentieren. Um da auch einfach mich zu verbessern, ne? Das ist ja so das Ding. Man will ja besser werden und deswegen mache ich das auch. Und das ist dann auch das Ding, ne? Wenn man das nicht machen würde, ich habe jetzt gesagt, nee, ich mache das nicht nachkommentieren. Wollte ich auch erst nicht machen, aber warum? Irgendwann muss das sowieso mal sein. Und dann fange ich jetzt damit an. Habe ich mir gedacht und jo. Wird natürlich anfangs noch ein bisschen hakelig klingen, denke ich mal. Aber Freunde, wir haben alle irgendwo unsere Schwachstellen und nachkommentieren ist wirklich nicht meine Spezialität, sag ganz einfach so wie es ist. Weil ich auch gar nicht so viel reden kann, eigentlich. Aber na gut, das scheint jetzt doch hinzuhauen gerade. Auf jeden Fall, Freunde, es würde uns gefallen, wenn ihr Kommentare da lasst, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe. Ihr könnt auch gerne Daumen da lassen. Ihr könnt auch gerne das Video teilen auf euren sozialen Netzwerken, sage ich immer. Sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, was auch immer ihr da am Start habt. Und das Gameplay ist jetzt auch rum, Freunde. Ich würde sagen, Dankeschön, dass ihr euch das Gameplay hoffentlich angucken werdet. Das war, wie ihr seht, eine 43:6 mit einer MG-Klasse. Also ich wollte das mal ausprobieren und das hat gut geklappt. Dann würde ich ganz einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und haut rein. Tschüss.